Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Bad Between Brothers! So, liebe Freunde, wir haben eine neue Wette zugeschickt bekommen von unserem Kollegen Jay. Jay Positiv. Erstmal nochmal viele Grüße an Jay. Danke für die Wette. Letztes Mal hat der Jack verloren. Ich bin ready, Digga. Ready? Wollen wir einfach mal in die Wette reinschauen? Ja. Yeah. Yeah, man. Let's go. Dann schauen wir mal in die Wette rein. Guten Morgen, Good Life Crew. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Positiv und wir melden uns heute aus der Wüste in Dubai. Richtig gehört, Freunde. Wir werden hier nämlich ein Rennen veranstalten auf dem E-Roller. Ich versus Wifey Mana. Das ist meine Frau, Leute. Hey, Leute, was geht? Wir werden gleich ein Rennen machen auf diesen E-Scootern und ihr müsst erraten, wer von uns gewinnen wird. Es wird nicht einfach, Freunde. Es spielen ein paar Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel, dass sie weniger wiegt als ich. Somit ist sie theoretisch schneller auf dem Roller unterwegs als ich, weil wir die gleichen E-Scooter haben mit der gleichen Power. Aber sie hat etwas weniger Luft in ihrem vorderen Reifen und ich habe ein bisschen weniger Akku in meinem Roller. Also, diese ganzen Faktoren spielen eine wesentliche Rolle. Und jetzt seid ihr dran. Wer wird von uns gewinnen? Wifey Mana oder Jay Positiv? Okay. Also ich muss erstmal sagen, die haben ja viele Probleme auf jeden Fall. Hey, das ist aber geil mit diesen Problemen. Da, bei dem einen ist der Akku kaputt oder bei dem anderen ist nicht so viel Luft drin. Aber ist doch nice. Ja, okay. Ja, Leute. Es spielt auch ein Faktor, dass die verheiratet sind. Verheiratet sind sie, ne? Ja, aber was spielt das denn für Faktor? Okay, wenn er, Digga, du weißt, der Mann, er muss die Frau gewinnen lassen eigentlich. Könnte sein. Eigentlich. Das ist auch ein großer Faktor. Aber nicht bei Bad Between Brothers gibt's sowas nicht, Digga. So, Jack, für wen bist du? Warte, wir haben eine neue Regel. Ach ja, zwar, ja, stimmt. Sagen wir das nicht mehr, für wen wir sind. Wir schreiben es auf und zeigen es dann. Weil es ist einfach besser so. Ja, sonst kann ein Jack, wenn ich sage ja, sagt dann Jack auch ja. Weil er denkt, oh, weißt du? Ja, das finde ich geil. Das finde ich nice. Einfach Mann und Frau schreiben. Wir schreiben Mann oder Frau. Mann oder, ja, genau. Okay. Genau. Mann oder Frau. Oh, wer gewinnt, Digga? Ihr habt 5 Sekunden Zeit. 5. 4. 3. 2. 1. Halt es mal in die Kamera einfach. Okay. Ich kann es gar nicht so sehen. Ich sag, der Mann gewinnt. Ich auch. Ihr habt beide den Mann gesagt? Ja. Digga, voll Sünde für die Frau, Digga. Okay, Leute. Also, ich sag, der Mann gewinnt. Ihr beide haben sich entschieden für Jay. Ja. Ihr wisst, wenn ihr beide falsch liegt, dann werden beide bestraft. Ja, beide bestraft, ja. Ihr könnt schon mal in die Kommentare reinschreiben, was meint ihr? Ja. Wett, der Mann gewinnt oder die Frau? Die Auflösung gibt es morgen um 18 Uhr. 18 Uhr wieder, liebe Friends. Unten haben wir noch in der Beschreibung eine E-Mail-Adresse drin, wo ihr uns eure Wetten zuschicken könnt. Genau. Ihr wisst, die Wetten müssen nur spektakulär sein. Schöne Wette schicken, vielleicht seid ihr im nächsten Video. Ciao, bis morgen. 18 Uhr. Bis morgen, Leute.